Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Bravely Second Endlayer. Da seid ihr ja wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe jetzt erstmal genau Fort Lunas Bevölkerung erhöht und ja, der wurde auch verringert. Sehr nice. Jetzt muss ich mal gucken, da waren die eingesetzt. Zeigt gleich mal um 5 erhöhen. Reduziert ein bisschen die Zeit. Und wir waren letztes Mal hier stehen geblieben. Vor der Versammlungsstelle der komischen Typis. Dann wollen wir mal gucken, was sie sagen. Councillor Kammer, Minister of Tax, has a new proposal that he would like all of you to hear. Minister Kammer, you have the floor. Fellow council members, thank you for coming today. Elec Quintus Kammer the Eighth, deposed king and holder of the Time Mage Asteris. Once he sat on the throne of Ansheim. But his evil plots on behalf of the Eternian forces were laid bare by Idia and her allies. He prides himself in his precision and his fame as the Timekeeper King, little realizing that the epithet was meant as an insult. By what strange trick of fate do your paths cross anew? As you are all aware, our state has no power. Unable to soar through the skies at will, we resign ourselves to this stationary life. You are also aware that in years past, we harvested the bounty of the oceans and lived in plenty on the riches we found. Now our only exports are trinkets and handicrafts hewn from wood that we collect from the forest nearby. Every day, our citizens, tools in hand, bow their heads in industrious toil. But the inescapable fact is, our coffers are empty. We can scarce afford even a fifth of our expenditures. Long have we boasted generous poor laws. But if we do not swallow our pride and abolish them, we shall be ruined within the month. As such, I have further refined my tax reduction proposal from last week. Stop pushing! I have enough copies for everyone! I hereby announce that 30 taxes are to be abolished. These include income tax, property tax, food tax, spice tax. Oh! This new policy will immediately increase the gross domestic output of the nation. Stop right there. An objection? Yes, what is it? If those taxes are abolished as you propose, what will happen to our nation's war laws? Who will look after the children? The poor laws? Well, naturally, all unnecessary expenses will be cut, including handouts to orphans and the like. Unnecessary expenses? Indeed. When the nation's coffers are nearly empty, they are a luxury we can ill afford. Are you aware how much one must pay for a single slice of bread on this ship? Well, I... 7,000 pig. Think about that. 7,000 pig for something that can be had for a pittance anywhere else in the realm. Cheese. Ah, 8,000 pig. Oh, a can of mackerel? That would be 9,000, thank you. And a round of ham will cost you a nice round 10,000 pig. What good do those prices do anyone? They're unreasonable, unsustainable, and they're caused by those blows.
consequences. The poor laws are this nation's greatest pride. You would say that it is wrong to distribute wealth to those who need it most? No, I would not say it is wrong. Oh, no. How shall I put it? The poor laws are a poison! Yes, a poison that every day saps the strength of this nation! Governor, poison! You go too far! I'll hear no more of this fool talk! You are the fool! Your ideals have blinded you, and you refuse to see the truth. So it falls to me to tear away the blindfold, to lay before you the hard, undeniable facts. You there! Explain to the good knight how many days remain before our coffers run dry. Oh, yes, let me see. Carry the one and Oh, too slow! 14 days, 21 hours, and 52 minutes! Yes, that's it. To rephrase, in just over 2 weeks, our nation will be bankrupt! What? But is there nothing else we can do? Yes, I suppose there is. For example, we could discover a sunken galleon filled to the gunwales with gold, like last month. Or we could beg our neighbors for money, like the month before that. I am an expert in taxes. When it comes to tax theory, I am 1,225 years and 3 months ahead of all of you combined. You there. You are Idia Lee, yes? Daughter of the Grand Marshal of Eternia? The Grand Marshal would raise no fool. Surely you see the logic of my position? Well, kind of, but... Tell him, Idia. He would forsake our pride, our honor, our very future, just to fill the coffers. And for what? I will not live in a country where the rich grow fat while children starve. Yes, we can give orphans bread and soup, supply them with pencils, send them to school. But what good does it do if the country they call home collapses under the weight of excess taxation? Why, even as I speak, our national debt has increased by another 3.141592%! Time! Yes, time is of the essence, my friends! We must make a choice, and quickly! She's the daughter of the Grand Marshal of Eternia? Surely she can help us! She can show us a way out of our predicament! Speak, girl. You have the floor. Me? Okay. Right. Ja, ich habe ja, jetzt darf ich auch mal wieder reden. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich auf jeden Fall diesen Typen haben will, den Zeitmagier. Und der Dunkelritter ist nämlich nicht so cool, obwohl er eine coole Rüstung hat, der Rest ist nicht so pralle bei ihm. Aber ich ihr müsst die Armengesetze bewahren, denn das bedeutet, dass ich mich auf die Seite unseres Dunkelritters stelle und gegen den Zeitmagier bin und dann greift mich halt der Zeitmagier an. Das ist der Plan der ganzen Sache und das werden wir jetzt auch durchziehen. Financial ruin just to take care of the poor. But if you think of a country as a family, then it's not crazy at all. Families have to take care of their sick, their elderly, and most of all their children. Those who can't work need to be supported. What kind of nation are you if you can't do that? Precisely. Such a nation, such a family, would not be worthy of the name. This is starry-eyed nonsense, you hear me? Nonsense! A society where the able-bodied must toil endlessly to put food on the plates of strangers? Such a nation is sick and broken! Look who's talking nonsense now. You want to know what's sick and broken? Turning a blind eye to those who suffer, that's what.
I see your game. In order to crush my proposal, you would drive me into exile. I ask you again, Ithri. Where do you stand? The fate of a nation hangs in the balance. Besiege Karma, um den Zeitmagier Asterisken zu erhalten. Hinweis, dann kannst du den Dunkelritter Asterisken nicht erhalten. Denke gut nach. Ja, ich fand die Stellungnahme von Idia ziemlich bescheuert mit Familie. Ja. Die Nation soll sich als Familie sehen, ist klar. Das funktioniert nirgendwo. Nein, also das ist ziemlich weit hergeholt und ziemlich schlecht. Ja, ziemlich optimistisch und illusionistisch hingestellt, aber das ist wirklich. Naja. Aber wir machen das auf jeden Fall, weil wir ihn halt. Zeitmagier. Nutze Zeitmagie, um im Kampf das Blatt zu wenden. Verschaffe deinen Verbündeten mit Unterstützungszauber und Vorteile, während du selbst mit Attacken wie Meteo zuschlägst. Meteo ist natürlich mega geil. Dunkelritter, opfere TP, um mächtige Angriffe zu starten. Sei ein einsamer Wolf und riskiere dein eigenes Leben, um deine Freunde wie kein anderer zu erledigen. Deine Feinde wie kein anderer zu erledigen und deine Freunde zu beschützen. Nun gut, ich unterstütze Artemis. Dann hauen wir mal drauf. Dann fangen wir mal an. Okay, jetzt machen wir hier bei Default. Ideal genau das gleiche. Du fängst schon mal an mit physischer Gunst und du plünderst von Fußsoldaten. Augentropfen, okay, können die blind machen. Augenstecher, Alter. Was frech? Wenig schlecht. Okay, dann brechen wir mal. Panzerknacke. Ne, Quatsch. Panzerknacke auf Karma und du machst Trampeln auf den Fußsoldaten. Du brechst mit einer netten kleinen Deus Ex Nebelattacke. Magische Gunst und ein weiteres Mal plündern. Das heißt, wir haben schon ordentlich Punkte. Jawohl. Oh, 3,5. Ja, siehst du, da habe ich den Schutz vor. Ich habe Schutz vor Blindheit. Starker Schlag. Okay. Seisra, ach, das ist die Erdmagie. Ja, ja, ja. Dann ist der erst auch schon weg. Gut. Dann kannst du mal. Feuer. Karma. Physische Gunst auf Tis und Tis plündert mal von Karma selbst. Goldene Sanduhr. Ne, das war ja abzusehen, dass da sowas kommt. So, der ist auch weg. Jetzt steht er alleine da. Macht natürlich schon ordentlich Damage, ne? Och, ob er frisst, macht ziemlich. Ah, dann bleiben wir dabei. Du könntest zwischendurch mal heilen. Und du kannst jetzt mal anfangen mit dem Wolfsfang. Jawohl, zack. Jetzt geht's nämlich los. Jetzt sind wir so weit, dass wir die ausgeplündert haben. Jetzt können wir auch puren Damage machen. Komet. Paff. Und das kriegt Bullschaden. Der frisst auch echt gut. So, was zieht denn an? Ein Eisgar ab. Oh, mal gucken. Ja, du kannst zwischendurch mal Aurora machen. Oh, er defaultet auch. Oh, guck mal an. Was hat die Sau vor? Das gleiche nochmal. Jetzt macht er einen doppelten Angriff, okay. Aber der kriegt natürlich vorher erstmal richtig eingeschenkt. Ja, okay, Aurora ist noch nicht so stark. Oh, Eisgeist, nice.
Hier kommt ein Seißer, alles klar, der macht kaum Schaden, ist in Ordnung. Und ein Stopp. Ein Stopp ist uncool. Ja, Stopp ist ja nicht so irgendwie was, wie kann ich mehr zaubern oder sowas. Stopp lernt ja wirklich. Das war ja super easy. Schön geschafft. Übertrank und Stoppuhr bekommen. Nice. Das lief doch sehr, sehr gut. Und natürlich das Wesentliche, den Zeitmagier-Asterisken. Und das ist der neue Asterisk für Tis. Hab mir überlegt. Jetzt muss ich nur überlegen, ob Dieb oder Fechter wegkommt. Ich glaube, Fechter kommt weg. Nutzt Zeitmagie, um das Blatt zu wenden. Geschickt mit Zeitmagie bevorzugt Stäbe. Spezial Zeitsprung. Jobgeschickt, Zeitmagie. MP ist dann A, Intelligence auch, der Rest ist so ein bisschen, naja, schwierig, aber das funktioniert wohl. This was to be my great comeback! But now, I must start from scratch again! No, wait! Well done, Idia. I knew I could count on you to make the right decision. The children are safe from that crook and his heartless policies. They need not fear hunger ever again. Look, Alternus. But we cannot stop here. We must provide them with even better food and build new schools, the finest in the world. Alternus, you can't keep spending like this. Not if you really want to help the kids. Yes, they're the future and they need support. But they also need a nation to inherit. Your poor laws should provide the basic necessities. Enough so the children and elderly can get by. And yes, you need to tax the working people to pay for what's needed, but within reason. That's how you build a strong nation. Having ideals is good, just so long as you don't trample over other people's rights to achieve them. Yes, you speak the truth. Is it true? They're raising taxes again? That's what they say. 30,000 pig for cheese. 40,000 for a slice of ham. Mmm, just as tasty, I say. Did I go too far? I mean, you can't have the poor laws if there's no money to pay for them. Oh, it's all right. There'll be money enough soon. Really? It's true, the taxes here are absurd and the price is ridiculous. But the crafts we produce are the finest in the realm. People all over are lining up to pay top coin for them. Added value, the economists call it. We turn wood from the forest into ships, tools, accessories, you name it. Sure, things cost a lot, but everyone's making enough to pay for it all, including the proprietress here. Ain't that the truth? And when the kids graduate from the new schools we built, they'll put their education to work and make more wealth. Yep, people know the government's got their backs, so they're not afraid to marry and raise lots of kids. Grandship's growing stronger day by day, all thanks to your ideals, Idia. Gee, I mean, that's good to hear. That reminds me. Remember that counselor? The one with the funny metal hat? Ah, the self-appointed minister of tax. Huh? Self-appointed? Yeah, turns out he wasn't even a citizen, which meant he wasn't eligible to be elected counselor in the first place. He kept giving speeches about developing heavy industry, fixing the engines, putting Grandship back in the sky. Well, he ran out of money, couldn't pay his room and board, and had to turn to the poor laws for handouts. Ha! He appreciated the poor laws then, didn't he? Wouldn't shut up about how brilliant they were. Eventually, he left the country, found some former employee of his to take him in. Any idea where he might be? Can't say that I do. Woo!
It's just nice to see the children happy. That's the most important thing, right? Definitely. The other stuff is negotiable, but a country has to protect its children. That reminds me. Take a look at these, will you? The Chamber of Commerce wants to market them to tourists, but I thought it best to get your permission first. Our permission? For what? Huh? The beloved heroes of Grandship, a tapestry depicting the Warriors of Light? Whoa! Check out this pewter mug set! It's got my face on it! Look! Novelty wooden swords. Hewn of the finest wood. How much for one of those? Ah! 1 million pig? Your merchants sure know how to turn a profit. Ain't that the truth? Ja, ja, das finden die alle noch witzig. Naja, gut. So hat sich das im Endeffekt auch alles ausgenutzt. Aha. Nicht als so in Anführungsstrichen so dramatisch dargestellt. So, also, dann machen wir den hier auch nochmal hoch. Und dann wollen wir, bevor ich den Part beende, mal den Job von Tis ändern. Denn Tis bekommt jetzt Fechter weg. Und dafür, wo ist er denn? Ach, da hinten. Den Zeitmagier. Und der Zeitmagier hat einige ganz nette Fähigkeiten, die wir mal eben durchgehen wollen. Und zwar Zeitmagie 1, Hast und Beben. Hast ist klar, macht schneller Beben, ist der Erdschaden. Gibt während Kämpfen Immunität gegen Stopp. Das ist richtig nice. Zeitmagie 2, Regener und Beschleunigen. Regener ist, meine ich, so nach jeder Runde wird ein bisschen geheilt. Gemach-Konter. Es besteht eine 60%ige Chance, das Tempo des Angreifers um 50% zu senken, wenn du mit einem physischen Einzelangriff attackiert wirst. Auch nicht schlecht. Zeitmagie 3. Saisra Gravitas. Gravitas ist, glaube ich, senkt die HP um die Hälfte. Immer. Zeitsprung. Wird die ganze Gruppe besiegt, kehrst du zum Anfang des Kampfes zurück. Beachte, dass dieser Effekt nur einmal pro Kampf ausgelöst wird, auch wenn mehrere Gruppenmitglieder diese Fähigkeit besitzen. Das ist relativ nice. Nochmal Level 4, Komet und Haskar. Level 5, Stopp und Seisgar. Magischer Angriff, erhöht euren magischen Angriff um 20. Und Erwecken und Meteo. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Den Job nehmen wir. Jetzt müssen wir zu den Fähigkeiten. Das heißt, wir müssen mal eben gucken. Hier, wir haben den Zeitsprung. Zum Anfang des Kampfes zurückkehren. Wir haben Diebstahl hier aktiviert und wir haben das hier voll. Auge des Wolfs, das Kämpfe in Wolfshaltung beginnen. Das bleibt ja aktiv. Ja, dann haben wir mehr Angriff. Das ist gar nicht schlecht. Böser Dieb, Angriff steigt nach jedem Stehlen. Schwertwissen, das kann, glaube ich, das kann weg. Tempo und Angriff hoch. Ja, jetzt mal gucken. Schwertwissen ist ja uninteressant. Dolchwissen ist auch uninteressant. Okay, dann lassen wir einen übrig. So, dann mal gucken. Gut, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Bravely Second and Lair, wenn wir der Hauptmission weiterfolgen. Also, bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao.